Ich wünsche einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe Insights by Arrow zum Thema Riverbed brings the cloud closer to you. Ja, wir haben heute einen dreiteiligen Themenblock für Sie vorbereitet. Und zwar die Agenda sieht folgendermaßen aus. Ich darf recht herzlich die Kollegen von Riverbed begrüßen, den Mario Klima und den Martin Kanatschnik. Da Mario wird uns im ersten Step einen kurzen Überblick über Riverbeds Mission, kurzen Abriss über das Portfolio geben. Nachher gehen wir in das Riverbed Offering rein, wo wir auch eine Live-Demo vorbereitet haben, wie Sie es ja von uns gewohnt sind. Und natürlich als Abrundung des Ganzen zeigen wir Ihnen auch, wie wir Sie von Ihrer Seite unterstützen können. Also Stichwort Demo Lab, da wird dann noch mein Kollege der Herbert Grabmeier dazu geschaltet. Gut. Meine Herren, ich darf Ihnen das Wort übergeben. Martin, du müsstest jetzt den Bildschirm mit uns scheren und Mario würde dich bitten, diesen Überblick zu geben. Fragen, natürlich wie immer über das Chat, über das Fragefenster. Das Webinar wird wie immer aufgezeichnet und Sie können das Nachlesen auf unserem YouTube-Blog nachverfolgen. Gut. Wunderbar. Rainer, herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Mein Name ist Mario Klima. Bin gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Martin Kanatschnik, für die kommerzielle als auch für die technische Unterstützung unserer Partner, unserer Kunden aus dem Riverbed-Portfolio verantwortlich. Wir haben das Thema Performance und Visibility across Networks und Applications als, sag ich mal, Überschrift für das heutige Webinar gewählt, denn bedingt durch die aktuellen Situationen, Covid-19, ist es ein Thema Performance und Visibility in Zeiten, wo die, sag ich mal, Großteil der Unternehmen ihre Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen, essentieller als jemals zuvor. Eingehend oder zu Beginn möchte ich ganz kurz noch auf einen kurzen Überblick geben über die Mission, die Riverbed sich auf die Fahne heftet. Und zwar, ich lese es kurz vor: For the world's largest organizations, we deliver exceptional network performance and visibility for any application. Ja, und das macht Riverbed eigentlich schon seit, sag ich mal, 15 Jahren federführend. Auch wenn man sich den Gartner Quadranten ansieht, sind die letzten 6 Jahre in diesem Bereich NPM Riverbed immer als Leader zu finden. Als Kurzüberblick sehen Sie hier die vier, sage ich mal, Themenschwerpunkte oder vier Bausteine, die das Portfolio von Riverbed mit seinen Lösungen umschreibt. Wir haben links oben den Würfel mit WAN Optimization. Dieser Bereich ist ja, sage ich mal, das Heimatterritorium von Riverbed seit nunmehr 17 Jahren. Der klassische Bereich Optimierung von Bandbreiten, Optimierung von Latenz in, sage ich mal, herkömmlichen Architekturen, die Rechenzentrum on-premise, als auch Anbindung von Außenstellen an diese Rechenzentren bietet. Und wie gesagt, das ist, sage ich mal, das ursprüngliche Heimatterrain von Riverbed. Dann haben wir darunter den Bereich Software-Defined WAN. Viele werden mitbekommen haben, dass Riverbed ein OEM-Agreement basierend auf der Plattform von Versa Networks hat, wo wir eben den Bereich SD-WAN mit allen seinen Bereichen Routing, Switching, Signalisierung, Security Stack, als auch WAN-Optimierung verbinden. Auf der rechten Seite die zwei Würfel, wenn Sie im Bereich Visibility und Applications, das sage ich mal, der Hauptschwerpunkt des heutigen Webinars angeht, werden wir uns auf diese zwei Themenschwerpunkte fokussieren. Der Bereich Network Performance Management. Riverbed sagt, wir messen alles im Netzwerk für unsere Kunden, jedes Paket, jeder Flow, und hier auch wirklich die Betonung auf jedes Paket und jeden Flow. Das heißt, diese Granularität gibt es sonst bei keinem
sage ich mal, unserer Marktmitbegleiter. Und last but not least, ein Thema, das aktueller ist denn je, ist der ganze Bereich Application Acceleration, das heißt die Beschleunigung von Applikationen. Wenn ich eingangs erwähnt habe, klassische Architekturen, den Bereich Data Center, viele Außenstellen, alles ist, sage ich mal, physisch on-premise, hat sich diese Landschaft ja über die letzten Jahre massiv verändert. Wir sehen, dass viele Unternehmen ihre Applikationen nicht mehr klassisch im Data Center hosten, sondern sich den Schritt in Richtung Cloud gemacht haben. Und hier unterscheiden wir ganz klar den Bereich Infrastructure as a Service auf den klassischen Public Cloud Plattformen, als auch wirkliche Applikationen, der Software as a Service konsumiert werden. Und hier ist natürlich ganz federführend der ganze Bereich Office 365, diese Suite, als auch Salesforce und ServiceNow. Da sehen wir ganz starken Trend in diese Richtung. Und wir können mit unserem Application Acceleration Produkt sowohl den Bereich Software as a Service als auch Infrastructure as a Service abdecken. Und das immer in Kombination zu sagen, okay, wir unterstützen auch diese Work-from-Home-Initiativen, die überall gestartet werden, weil wir auch mit unserem Client-Acceleration-Bereich sicherstellen können, dass Mitarbeiter, die mit ihrem Notebook von zu Hause mit vielleicht, sage ich mal, rudimentären Internetanbindungen auch hier dasselbe Ergebnis haben, als wären sie in ihrem Büro und würden dort auf ihre Applikationen, wo auch immer sie liegen, zugreifen. Martin, kannst du weiterklicken? Danke. Hier noch einmal ein bisschen eine andere Sicht auf, sage ich mal, diesen Würfel aus der vorherigen Slide. Vielleicht wichtig zu erwähnen, auf unsere Technologiepartner, mit denen wir sehr eng abgestimmt sind, auf der linken Seite, Sie sehen Microsoft, Amazon Web Services, Palo Alto, Zscaler, ServiceNow, Xia, Gigamon und Splunk. Und auf der rechten Seite dieses Slide sehen Sie die Services, die wir direkt als Riverbed anbieten. Professional Service und Trainingleistungen, Serviceleistungen und natürlich unseren 24x7 Support, den wir als Hersteller hier mit in die Waagschale werfen, immer in Kombination auch mit den Services, die unsere Partner unseren Kunden anbieten können. Die Riverbed Network und Application Performance Plattform, wenn man sie so nennen möchte. Und hier sieht man auch noch einmal, sage ich mal, die vier Bereiche etwas anders dargestellt als in der vorherigen Slide. Wir sehen Network Performance Management. Wir messen jedes Paket, jeden Flow, aber auch im Bereich Infrastruktur Monitoring jedes Device. Wir bieten Analytics und Network Security im rudimentären Ansatz. Also wir verstehen uns hier nicht als Security Player, aber können trotzdem über unsere Visibility sehen, mit unserem Service sehen, ob es hier auch, sage ich mal, Bad Guys gibt in unserem Netzwerk. Dann im Bereich WAN Optimization, unser, sage ich mal, Home Turf, wie die Amerikaner sagen. Dann im Bereich Application Acceleration, den Bereich Cloud Workloads, On-Premise Application, also auch SaaS-Applikationen, die wir hier beschleunigen können. Und dann den Bereich Software-Defined WAN. Das war, sage ich mal, der wesentliche Punkt, einen groben Überblick zu geben über unsere Services. Und ich würde jetzt bitten, den Martin Kanatschnik, sage ich mal, die Bühne und das Mikrofon zu übernehmen, um jetzt da tiefer einzutauchen in die Bereiche, okay, wie können Riverbed mit seinem Service-Portfolio Kunden, die Applikationen in der Cloud gehostet haben, im Bereich Visibility und Acceleration unterstützen. Wunderbar, vielen Dank, Mario. Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Jetzt haben wir gesehen, welche Services Riverbed anbieten kann. Unser Thema heute ist Cloud Acceleration. Ich möchte noch kurz einen Überblick geben in Bezug auf Application bzw. WAN Acceleration, wie das in einem Data Center oder in einer Kundenumgebung aussehen könnte. Wir haben den mobilen User angesprochen. Also das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal.
gegenüber anderen Lösungen, dass wir auch unsere Warenoptimierung auf mobilen Geräten, auf den Laptops einsetzen können. Klassisch kennen wir natürlich aus dem Branch Office bzw. aus größeren Offices die Steelhead Appliances, die Verkehr Richtung Data Center optimieren können, sei es jetzt über die In-Path installiert oder Out-of-Path installiert. Das kennen wir schon seit Jahren, wie der Mario schon angesprochen hat. Was eben neu dazugekommen ist, ist eine virtuelle Appliance in der Microsoft Azure oder in der AWS-Umgebung, um einen weiteren Standort optimal an Ihr Data Center anbinden zu können oder an Ihr Netzwerk. Weil im Prinzip ist ja, wenn Sie mit Microsoft Azure Infrastructure as a Services nutzen, das ist nichts anderes als ein zusätzlicher Standort in ihrer Umgebung. Was wir auch seit vorigem Sommer neu dazu haben, ist die Optimierung Richtung SaaS. Da schaut es ein bisschen anders aus. Wir haben da vor einigen Wochen mit der Aero ein spezielles Webinar zu diesem Thema gehabt, was sich darum kümmert, wie man eine Optimierung Richtung SaaS bereitstellen kann. Weil man in SaaS-Umgebungen bei Office 365 im Prinzip keine Appliance installieren kann. Also da würde ich noch einmal auf die Referenz von dem Webinar vor ein paar Wochen verweisen und auch die Möglichkeit, dass man einen mobilen User dazu anbindet. Somit haben wir eigentlich alle Möglichkeiten abgedeckt, wo wir Beschleunigung bewirken können. Und im Data Center bzw. auch natürlich in den Außenstellen unterstützt mit eingebundenen Monitoring-Lösungen wie einer App-Response, also der Paketaufzeichnung und Paketanalyse, einem Net-Profiler, der sich um die gesammelten Netflow-Statistiken kümmert, beziehungsweise auch NetIM, die Infrastruktur-Monitoring und Konfigurations-Monitoring bereitstellen können. Warum ist Warenoptimierung immer noch so ein Thema? Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie von San Francisco nach New York fahren, dann dauert es laut Google Maps zwischen 43 und 44 Stunden. Das ist einfach die Latency, die es braucht, um von A nach B zu bekommen, von A nach B zu kommen. Das ist physikalisch bedingt. Da könnte man jetzt sagen, ja, mit Bandbreite, sprich mit einer mehrspurigen Interstate von San Francisco nach New York, könnte ich es vielleicht ein bisschen schneller machen, um Congested Areas wie ja, bekannterweise LA oder sowas zu umgehen. Aber im Prinzip bleibt die Zeit von San Francisco nach New York immer bestehen. Das Gleiche ist mit Bandbreite versus mit Bandbreite und Latency haben wir das gleiche Spiel. Ich kann mit Bandbreite sicher viel kaschieren, aber wenn ich eine Jetty Application habe, also die oft zwischen San Francisco und New York hin und her pendelt und diese Ping-Pong-Effekte dann zutage treten, dann wird die Applikation sehr schwer bzw. unbenutzbar. Das liegt daran, dass halt viele Applikationsprogrammierer den Applikationsserver neben einem Datenbankserver stehen haben und dann ein Gigabit-Schnürdel dazwischen ist. Und dann wird die Applikation weltweit ausgerollt und dann kommt die Latency als Bumerang quasi wieder zurück. Also das kann man nicht kaschieren. Da gibt es genau zwei Konstanten in der IT und eine ist eben die Latency, wo immer noch nichts, wo nichts Neues erfunden worden ist, sage ich jetzt einmal. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, also ohne Optimization, haben wir da ein 25 Megabyte File von einem SharePoint heruntergeladen mit entweder 20, 60, 100 oder 150 Millisekunden. Und da sieht man, dass eigentlich die Bandbreite von unserem virtuellen 100 Megabit Link, den wir dafür den Test benutzt haben, eigentlich gar nicht mehr ausgenutzt wird. Wenn ich da jetzt 150 Millisekunden dazwischen habe, dann bleibt die Downloadzeit bei knapp über 35 Sekunden. Wenn man das optimiert, also die Latency herausoptimiert, dann kann man da einen Faktor 2,3 schon einmal erlangen. Und wenn das File noch einmal übertragen wird, also die Bitmuster schon bekannt sind, dann habe ich natürlich einen bis zu 27 Faktor bessere Transferrate. Natürlich ist das User-Empfinden und das User-Acceptance eine andere. Okay.
Wir machen das jetzt in die Cloud. Also wir schauen uns einmal an, wie das in die Cloud funktioniert. Klassisches, eigentlich ein klassisches Steelhead-Deployment auf der Client-Seite, wo eine Steelhead in der Premise oder im Data Center zentral steht, wo alle die ihre Verbindungen durchgehen. Nebenbei bemerkt, das gleiche gilt auch für Steelhead Mobile, also den Client Accelerator. Das ist der, der den Agent auf dem Laptop mit hat. Der hat seine Steelhead quasi immer unterm Arm mit auf seinem eigenen Laptop. Das ist praktisch, wenn Leute viel unterwegs sind, viel im Homeoffice sind, wo ich einfach keine Möglichkeit habe, eine Steelhead Appliance zentral zu platzieren. Der Optimization Tunnel wird zur deployten Steelhead in Azure oder AWS, Oracle oder VMware vCloud. Wird auch eine Steelhead Appliance hochgezogen und der Traffic wird eben von lokal in die Cloud optimiert. Das kann jetzt speziell dann Sinn machen, wenn Ihre User weit weg sind von der Cloud. Das ist da, wo wir helfen können, dass wir die Cloud näher zu Ihnen bringen. Je weiter die Distanz ist von Cloud zu User, desto eher wirken sich Bandbreiten, Engpässe aus und vor allem die Latency aus. Wir haben Kunden, die haben in Indien ihre oder auch in China ihre User sitzen und ihren Azure Tenant in Europa. Ja, die Strecke von China nach Europa ist halt weit und da kommt genau das zum Tragen, was wir auf zwei Folien zuvor gehabt haben, dass die Übertragungsrate, mit welcher Bandbreite auch immer sie da angebunden sind, sofern sie es überhaupt bekommen. Das ist ja in Nicht-Ballungszentren auch so ein Thema, dass einfach die Infrastruktur nicht da ist, um da eine ordentliche User-Performance zur Verfügung zu stellen. Wir haben das in einem Test auch aufgebaut. Also ich habe da in meinem Lab folgendes Testszenario gemacht. Ich habe da mein Branch Office aus dem 10.4er Netz mit einer 580er Steelhead Appliance, die halt Richtung Internet geht. Und auf der anderen Seite habe ich ein Azure Deployment, ein Basic Azure Deployment gemacht mit einem Windows Server, der Server Nummer 3 und auch einer Cloud Steelhead. Und was wir da machen ist, wir bauen eben diesen Optimierungstunnel auf zwischen meinem Branch Office und dem Server 3. Und das möchte ich Ihnen jetzt live zeigen. Also wir haben eine Roundtrip-Time, man sieht es in meinem DOS-Fenster, von ungefähr 170, 180 Millisekunden. Das ist dadurch bedingt, dass mein Server 3 in West-US gehostet ist, also auf der Westküste. Und was ich gemacht habe, ich habe einfach einen Test-Webserver, jetzt nichts hochartig sophisticated gemacht, wo da 4 Download-Links zur Verfügung gestellt werden, wo ich einfach auf Download triggern kann, um Datentransfer in unsere Current Connections und unser Monitoring zu bekommen. Auf der Client-Seite ist meine Steelhead und diese Steelhead ist mit der Cloud-Steelhead schon verbunden und da werden wir jetzt einmal versuchen, einen Download durchzuführen. Also ich gehe da auf die offizielle IP-Adresse meines Webservers. Das ist jetzt einmal ein unbeschleunigter Webserver, also so wie es ohne unsere Technologie funktioniert. Und ich versuche da mal das File herunterzuladen. Speichern wir mal. Ja, also man sieht da den Fortschritt. Ich habe eine relativ gute Internetanbindung. Also da bin ich noch auf der guten Seite der Infrastruktur. Ja, jetzt versuchen wir das Ganze halt beschleunigt auch einmal durchzuführen. Also wir haben gesehen, das dauert ein paar Sekunden, bis das da ist. Beschleunigt versuchen wir es jetzt durchzuführen, indem wir den Traffic durch unsere Steelhead durchdrängen oder durchforcen. Es funktioniert so mit einer Fixed Target Rule. Also da steht alles, was von diesem 10.4er, also von meinem Branch Office Netz kommt und zu meinem Destination-Server geht, das ist in dem Fall die private IP-Adresse von meinem Azure-deployten Server Nummer 3.
Wenn von dieser lokalen Steelhead dieser Traffic erkannt wird, dann soll er das zur Cloud Steelhead schicken. Also um diesen Optimization-Tunnel, wir erinnern uns noch einmal an mein Diagramm. Also wenn Traffic kommt Richtung Server, dann soll er das bitte in den Optimierungstunnel zu meiner Cloud Steelhead einpacken. Und dann machen wir das auf dieser Seite mal auch. Und machen da mal einen Download. Ist schon fertig. Ja. Also ich weiß nicht, ob Sie das in der Webübertragung gesehen haben, dass das sehr schnell vollendet ist. Wir können uns das in den Current Connections auch anschauen, warum das so schnell ist. Also wir haben hier unsere Verbindung von meinem Test-Client hier in meinem Branch Office Richtung Webserver. Und ich habe da eine Datenreduktionsrate von 99%. Ich habe dieses File schon für meine Tests natürlich einige Male heruntergeladen. Das heißt, die Warnoptimierung speichert sich ja die Bitmuster, die über die Leitung getragen wird, weg. Und wenn dieses Bitmuster schon einmal gesehen wurde, dann wird das durch einen Index ersetzt und auf der anderen Seite wieder zusammengebaut. Also wir haben da You are here, wir haben da uns meine Steelhead in meinem Branch Office und die Steelhead in der Cloud. Und wir sehen da, dass man den LAN-Traffic, das ist mein 68 Megabyte großes PowerPoint-File, auf dem WAN auf 311 Kilobyte reduzieren konnten. Das ist speziell dann interessant, wenn Sie Files haben, die immer wieder in verschiedenen Versionen bearbeitet werden, gilt jetzt für Upload, Download gleichermaßen, also die Richtung ist da nicht maßgeblich. Wenn die Files in verschiedenen Versionen gespeichert werden oder die Bitmuster des Files sich nicht viel verändern, ja, wir haben da auch eine Riverbed-Vorstellung V2, da ist eine Folie eingefügt worden zum Beispiel, das möchte ich als eigene Datei speichern, dann sage ich okay, save. Ist schon wieder fertig, so schnell geht's, weil sich einfach in dem File nicht viel verändert hat. Das heißt, die Bitmuster auf der Leitung bleiben die gleichen. Wenn wir da schauen, okay, das ist genau diese Connection, die wir haben. Jetzt haben wir da 136 Megabyte transferiert und das ist wieder auf insgesamt 611, also beide Connections, beide Downloads, die wir da jetzt gemacht haben, reduziert worden. Speziell dann, wenn Sie verschiedene Versionen halt haben, das gilt auch für OneDrive zum Beispiel, gerade bei Beschleunigung Richtung SaaS. Wenn man auf OneDrive verschiedene Files ablegt, dann ist das jedes Mal ein File, was zu übertragen ist. Und wenn Sie schauen, dann genau in meinem Fall, also die Version 2, die Version 1 und die ohne Version, sind jedes Mal 66 Megabyte. Das wären jedes Mal 66 Megabyte, die man da übertragen muss. Das kann ich, wenn das Bitmuster gleich bleiben, natürlich ziemlich gegen Null reduzieren. Wie das gemacht wird, also wir haben die Fixed Target Rule auch angeschaut. Das ist die Möglichkeit, dass ich jetzt auf die offizielle IP-Adresse des Servers gehe. Wir haben da eine Fixed Target Rule für die offizielle IP-Adresse des Servers. Die ist momentan deaktiviert, um Ihnen den Vergleich zu zeigen, wie es mit und wie es ohne Optimierung funktioniert. Auch hier von meinem Client-Netzwerk Richtung Webserver, dann bitte in den Optimierungstunnel zu meiner Target-Appliance, sprich der Steelhead in der Cloud, die Optimierung aktivieren. Und ich kann das da jetzt auch einmal aktivieren. Ich kabel diese Rule. Und auch wenn ich jetzt zur offiziellen IP-Adresse des Webservers gehe, dann werden wir genauso diese Beschleunigung sehen. Also ich lade jetzt noch einmal ein neues File herunter, was die noch nicht kennen sollten, die beiden Optimierungs-Appliances, um einfach Ihnen den Unterschied zu zeigen. Auch das, da haben wir jetzt ein bisschen ein Download zumindest einmal gesehen. Schauen wir, dass wir das in meinen Connections wiederfinden. Noch nicht. Probieren wir es noch einmal. Ja, noch einmal. Zack, das war jetzt wieder sehr schnell fertig. Ja, genau, da haben wir jetzt die Connection.
Also das gehen wir von meinem Test-Client zur offiziellen IP-Adresse des Servers. Und deswegen selbst bei der ersten Übertragung haben wir schon gut die Hälfte an Bandbreite gespart. Natürlich ist das dann für den User viel schneller verfügbar und je höher die Latency zwischen User ist und der Cloud ist, desto eher kommt dieser Effekt zustande. Aber wie man so schön im Telemarketing sagt, das ist noch nicht alles. Ich habe noch was für Sie. Wir müssen bedenken, dass Azure beim Datenschaufeln in die Cloud Ihnen nichts verrechnet, aber beim Heraus- und beim Herunterladen von Azure verrechnen Sie wieder und das schwankt so zwischen 8 bis 12 Cent pro Gigabyte. Und ich habe da mal eine Rechnung aufgestellt. Angenommen, Sie haben jetzt 50 Terabyte im Monat Transfer aus der Cloud herunter in Ihr Datacenter oder zu Ihren Usern, dann sind das ungefähr, wird angenommen jetzt mit 7 Cent pro Gigabyte, sind das 3.500 Dollar im Monat. Und wenn Sie jetzt auf 3 Jahre rechnen, sind Sie bei 126.000. Einfach nur Datentransfer. Und wenn man das um 50% schon einmal reduzieren kann oder sogar mehr, dann würde man auch bares Geld sparen, weil man einfach den Datenverkehr zwischen Azure und Ihren Datacenter bzw. Ihren Usern reduziert. Ich habe Ihnen da unten den Link dazu geschrieben zu den Microsoft Pricing Policies. Also das wäre in 3 Jahren 63.000 gespart. Neben den Vorteilen von mehr Visibility, weil wir natürlich unsere Steelhead Appliances anzapfen können und sieht, welcher User was macht und welche Applikation was macht. Und auch die größere Akzeptanz bei Usern, weil die Usability einfach besser wird. Es geht sogar so weit, dass Kunden von uns, die Webserver und vor allem File-Server, bei File-Servern sind die Datenmengen einfach interessanter, File-Server distributed haben über die ganze Welt, weil ein zentraler File-Zugriff nach Österreich zum Beispiel nicht tragbar wäre. Jeder, der schon einmal ein SMB oder CIFS Netzlaufwerk gemappt hat, was etwas weiter weg ist, da kann man zuschauen, wie die Bytes heruntertropfeln, weil diese Ping-Pong-Effekte einfach den langsamen Datenverkehr bewirken. Und mit dieser Technologie kann man File-Server zentralisieren in Österreich und braucht keine File-Server mehr repliziert draußen in den Branch-Offices mit. Die müssen dort gewartet werden, die müssen dort gehostet werden. Da müssen es lokal dann auch ein Backup haben und all diese Dinge, die kann man sich dann alle sparen, wenn man das alles in die Zentrale herein moved. Gut, das war meine Demo. Ich hoffe, sie war sehr eindrucksvoll. Wenn es Fragen gibt, bitte können Sie jederzeit zu uns kommen. Und ich würde jetzt dann an den Herbert Grabmeier übergeben, der Ihnen beschreiben kann, wie Arrow mit Testszenarien Ihnen da helfen kann. Ja, auch von meiner Seite noch einmal einen schönen guten Morgen. Also das, was der Martin da jetzt, sage ich einmal, in seinem Home-Demo-Lab hergezeigt hat. Wir haben im Prinzip von der Aero auch ein relativ großes Riverbed-Lab aufgebaut und wir sind jetzt gerade dabei mit unserem, sage ich einmal, Cloud-Ingenieur und Security-Ingenieur einen klassischen Side-to-Side-VPN-Tunnel über eine Firewall in die Cloud aufzubauen und damit quasi in realen Firmenszenarien quasi hier Warnoptimierung auch in unserem Demo-Lab zu Testzwecken, um sich das genauer anzuschauen, um zu schauen, wie das technisch ausschaut, anzubieten. Und so wie es jetzt momentan ausschaut, werden wir mit Ende nächster Woche dieses Szenario soweit am Laufen haben, dass Sie da gerne auf uns herantreten können, wenn Sie technische Fragen haben, das auch mit Live-Demos hinterlegt und ein bisschen reinzuschauen, was man konfigurieren muss, wie man das konfiguriert, auf was man aufpassen muss, dementsprechend zu erfahren und dann dementsprechend an Ihre Endkunden weitertragen zu können. Ja, das wäre es von meiner Seite an und für sich gewesen. Gebe wieder zurück an Rainer.
für die abschließenden Worte. Ja, vielen Dank, meine Herren. Danke für die eindrucksvolle Demonstration, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Martin, war eigentlich die Darstellung, was man sich wirklich ersparen kann. Ich glaube, das macht es sehr transparent. Ich habe Ihnen hier auch noch die E-Mail-Adresse vom Herbert Grabmeier aufgeschrieben, wobei ich gerade sehe, dass da das C vom OM fehlt. Also herbert.grabmeier@aero.com. Also wenn Sie Fragen haben, bitte, wir stehen Ihnen natürlich auch mit dem Kollegen Gerhard Ulrichshofer jederzeit gerne für Tests etc. zur Verfügung. Für alle Teilnehmer, die noch im Nachhinein dazugekommen sind, wir lassen das Leitset selbstverständlich zukommen. Und Sie finden das Webinar aufgezeichnet auf unserem YouTube-Channel. In diesem Sinne möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Teilnahme bedanken. Danke nochmal an das Riverbed-Team und ich darf Ihnen jetzt schon ein schönes Wochenende wünschen und ich freue mich, Sie bei einem der nächsten Insights bei Aero wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören!